Alltag bin ich manchmal darauf angewiesen, Rezepte zu nutzen. Rezepte, um Verordnungen von Medizin zu holen, Rezepte, um bestimmte Kuchen oder Speisen zuzubereiten, Rezepte, um bestimmte Dinge zu bedienen. Rezepte sind mehr als nur ein Vorschlag. Rezepte sind bestimmte erprobte Verordnungen, die einfach wichtig sind, sie genau einzuhalten. Wenn ich zum Beispiel ein Kuchenrezept so abwandeln würde, dass ich vielleicht die Backzeit doppelt so hoch nehmen würde und vielleicht auch die Temperatur doppelt so hoch nehmen würde und vielleicht auch noch einige Zutaten verändern würde, würde mit Sicherheit nicht der Kuchen herauskommen, den ich mir gewünscht und vorgestellt habe. Es ist also gut, Rezepte zu befolgen. Rezepte sind Verordnungen, mehr als ein Vorschlag. In der Bibel finde ich auch Rezepte. So zum Beispiel, vor kurzem habe ich im Jakobusbrief gelesen, Jakobus hat über das praktische christliche Leben der Gläubigen geschrieben und er hat ihnen Rezepte verordnet. Und dort im Besonderen in einem ganz, ganz wichtigen Thema, in dem wir auch fast täglich angegriffen sind. Nämlich negative Gedanken und negatives Reden in unserem Leben zu dulden. Wie kann man negativen Gedanken und negativem Reden widerstehen? Jakobus schreibt: Demütigt euch unter Gott. Oder die Hoffnung für alle Bibel schreibt es so: Ordnet euren Willen Gott unter. Das ist der erste Vorschlag in diesem Rezept, mit negativen Gedanken umzugehen. Ordne deinen Willen Gott unter. Aus dieser Position kannst du erst mit diesen negativen Gedanken umgehen, in den Sieg einsteigen. Aus diesem ersten Schritt kommt dann der zweite und er schreibt: Widersteht dem Teufel. Wenn du dich Gottes Willen untergeordnet hast, in seiner Macht und Autorität dich bewegst, dann wirst du tatsächlich dem Teufel widerstehen können, der dich mit negativen Gedanken, des Selbstzweifels, des Selbstmangels, der finanziellen Desaster, der Krankheitsdinge und was es da alles gibt an Themen zu widerstehen. Widersteht dem Teufel in den Gedanken. Im Reden, negatives Reden muss abgeschnitten werden, muss blockiert werden. Und dann kommt als drittes in diesem Rezept von Jakobus eine Verheißung, ein Ergebnis, nämlich: So flieht er von euch. Der Teufel wird erst dann fliehen, wenn wir ihm wirklich aktiv widerstehen. Das ist ein Rezept, das ist mehr als ein Vorschlag. Das ist die Agenda, in der wir vorangehen, gegen den Feind anzutreten. Der Feind versucht es immer, uns in unseren Gedanken und in unserem Reden und in unserem Handeln in eine bestimmte Position der Entfernung von Gott oder der Entfernung aus der Beziehung zu Jesus herauszuholen, rauszutreiben, zurückzuhalten. Und das soll in unserem Leben nicht so sein. Ordne deinen Willen Gott unter. Widerstehe dem Teufel und er flieht vor dir. Das ist die Realität der Bibel. Das ist das Rezept, nach dem wir uns täglich ausrichten, wo wir täglich ein Stück weiter Land in unserem Leben erobern. Ich wünsche, dass du ganz schnell darin wirst, dieses Rezept zu befolgen. Dass du ganz schnell darin wirst, mutig voranzugehen und die Verheißung Gottes für dein Leben zu empfangen. Denn ich weiß, Gott hat mehr für dich.